Krebs. Dieser verdammte Krebs. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal Krebs bekommen könnte. Ich habe mich immer gesund ernährt, habe Sport getrieben, nie Fastfood gegessen. War eigentlich immer gute Dinge. Also ich kann es überhaupt bis heute noch nicht begreifen, dass ich einmal mit diesem Thema konfrontiert werde. Die Diagnose Krebs. Und das war für mich eigentlich so der größte Schock überhaupt. Ich habe danach sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt mich mit diesem Thema auseinandersetzen konnte. Am Anfang war das eine Art Schockstarre, würde ich sagen. Aber dann habe ich mir ja langsam die Situation eingelesen und dann ist er im Prinzip, ja, den bekämpfe ich jetzt. Mein Vorhaben eigentlich gereift im Kopf. Ich nehme den Kampf auf und ja, das bekämpfe ich. Und das mache ich jetzt eigentlich seit knapp 6 Jahren. Träume. Tja, was sind Träume? Ja, früher habe ich geträumt, vielleicht von einem schönen Haus, von geilem Motorrad, von einem schicken Auto. Aber was ist das schon? Wenn man schwer krank ist, da hat man ganz andere Träume. Da träumt man einfach, gesund zu werden. Ja, und glücklich zu sein. Das sind für mich eigentlich die jetzigen Träume. Dass es einfach so weitergeht, wie es jetzt momentan ist. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Also ich hatte eine Zwiesprache mit Gott, kurz nach meiner Operation. Ja, im Prinzip in meinen schwersten Stunden, wo ich nicht wusste, wie es mit mir weitergeht. Ja, ich habe dann den da oben auch gefleht. Herr Gott, wenn da was an mir liegt, dann rette mich, gib mir noch 10 schöne Jahre. Ich habe eigentlich ein schönes Leben geführt. Ich habe auch niemand groß wehgetan oder irgendwas weggenommen. Aber in der Situation habe ich halt einfach den Gott angefleht. Er möge mir noch 10 schöne Jahre geben. Ja, ich hatte halt Träume, Visionen. Und ich habe mir dann so ein paar Punkte in meinem Kopf zurechtgeschneidert, was ich alles noch machen möchte. Auf alle Fälle Sonnenauf- und Untergänge. Thailand war ich ja bis dahin noch nicht, aber ich war immer sehr gerne am Meer. Ich war sehr viel mit den Ecken in Spanien, Italien, Portugal. Ich habe das immer geliebt, sich ans Meer zu setzen, die Sonne im Meer zu versinken sehen. Nächsten Tag geht es wieder aufs beginnende Tag und ein neuer Tag ist wie ein neues Leben. Und ja, dann habe ich unbedingt wieder meinen Sport treiben wollen. Ich bin gern Rennrad gefahren, Skifahren war meine Leidenschaft. Meine ganz große Leidenschaft war das Motorradfahren. Ich wollte das alles wieder machen, aber in meiner Situation, ich war komplett verkabelt. Ich hatte 7 oder 8 Schläuche aus meinem Körper hängen, wusste ich nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich eben immer wieder ihn angerufen, lieber Gott, bitte erhöre mich, gib mir noch mal eine Chance, gib mir einfach noch ein paar schöne Jahre und ich wär dir dankbar und nimm mir, wie soll ich das jetzt sagen, nimm mir meine Fehltritte nicht übel und es war ja im Großen und Ganzen nichts Schlimmes, ein paar Bubenstreiche, aber ansonsten nichts Schlimmes. Aber für was hast du mich so gestraft eigentlich? Oder warum habe ich das bekommen? Das habe ich mich schon am Anfang gefragt. Die Schicksalsfrage, die kam eigentlich viel später, dass ich gesagt habe, warum hast du einen Krebs bekommen, wo nur einer von 1 Million, es gibt in Deutschland, glaube ich, nur 80 Neuerkrankungen im Jahr. Und im Prinzip stellen wir 1 Million Menschen auf einen Haufen. Ja, und ich habe als Einziger, ich habe die Hand gehoben und habe gesagt, hier, ich bin's. Ne? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also das muss Schicksal sein, das kann kein Zufall sein. Und ja, das Schicksal versuche ich jetzt eben gerade anzunehmen, versuche das Beste draus zu machen. Und ja, wie es weitergeht, das liegt ganz allein eigentlich in meiner Hand. Also wenn man will, geht, glaube ich, alles. Ja, die Thai-Menschen, die strahlen Ruhe aus. Sie sind so friedlich. Sie gehen ihrer Beschäftigung nach. Ja, es ist einfach eine ganz andere Mentalität wie wir Deutschen.
sehr oft und auch sehr gerne allein, weil man das sich erstmal selbst erkennt. Ich will einfach irgendwo hinsetzen und in aller Ruhe über sich, über seine Welt, über seine Mitmenschen nachdenken. Und ich meine, hier wird mich ja niemand ablenken. Ich kann dann völlig mich zurückziehen und kann dann über die einen oder anderen Sachen halt intensiv nachdenken. Kann ich ja nur, wenn ich allein gehe. Was gibt dir das Radfahren? Das gibt mir den Kick. Ich fühle mich glücklich, wenn ich mich ausbauen kann. Der Körper schüttet so viel Endorphine aus, Glückshormone. Das ist genau das, was ich bei meiner Krankheit brauche. Einfach ausbauen. Glücklich sein, das Radfahren, was allein unterwegs. Da gibt es einen gedankenfreien Lauf. Das ist genau das, was ich brauche. Und dann hier bei dieser fantastischen Natur ist es noch was ganz anderes. Wie wenn ich jetzt in Deutschland fahren würde. Ja, ich bin einfach happy. Essen für dich? Also das asiatische Essen oder das thailändische Essen ist für mich ganz wichtig. Und ich muss auch sagen, ich kämpfe ja gegen das Untergewicht. In Deutschland schaffe ich die 68 Kilo, mal 68,5. Ich hätte gern wieder 70, 72 Kilo, würde ich mich wohlfühlen. Das schaffe ich in Deutschland nicht. Das ist einfach die falsche Ernährung. Man kann sich Mühe geben, man geht am Wochenmarkt, kauft die besten Zutaten. Aber hier in Thailand schmeckt mir es. Das liegt da am schönen Wetter. Das liegt an den Leuten, die mich umgeben. Und ja, es ist einfach perfekt und deswegen komme ich auch nach Thailand, wegen dem leckeren, gesunden Essen. Ja.
Und jetzt schlage ich zu. Inspiration is a strong man. He enjoy its life. I like him. He give me power because he enjoy his life. He very strong guy. Auf drei weit vor Kitzwanz in Kaulak. Da war er dabei. Und ich engagiere mich halt sozial, bin ziemlich sozial unterwegs für Kinder in Not. Und da war der, auf einmal war ein Biker dabei, der war ein bisschen anders wie alle anderen. Der war sehr positiv und sehr involviert. Und da habe ich den Jörg eigentlich zum ersten Mal kennengelernt. Dann auch seine Geschichte erfahren. Da habe ich gemerkt, was es heißt, selber so schwer krank zu sein. Auch die Geschichte von Jörg und von der Leiterin des Waisenhauses, Rojana, die haben ungefähr die gleiche Geschichte. Sind beides zwei unvorstellbar starke Menschen, die sich trotzdem sich selbst nicht so wichtig nehmen und sich immer noch trotz der Krankheit für andere Menschen einsetzen. Und das sind für mich die wahren Helden dieser Welt. Also die erste Diagnose, die war für mich ganz schrecklich, weil wer denkt schon an, mit 48 Jahren, dass er Krebs kriegt. Also ich hatte alles gedacht, aber eigentlich nicht an Krebs. Und ja, dass mein Arzt halt mir auch 5 Wochen das vorenthalten hat, das war für mich eigentlich der größte Schock. Und er hat mir auch nicht so richtig gesagt, was ich eigentlich habe, sondern er hat um den heißen Brei rum geredet. Ich habe das im Prinzip alles im Internet erfahren und das große Problem war halt, dass ich halt dann gleich ins Forum gekommen bin und habe dann eine Seite gefunden, das qualvolle Sterben der Mesothelioma-Patienten und das ist genau meine Krankheit. Und das war halt dann für mich der größte Schock und dann saß ich eigentlich bis in den Morgenstunden, habe das alles in mich reingezogen und je mehr ich gelesen habe, desto schlechter ging es mir eigentlich bei der ganzen Situation. Und ich war dann völlig allein mit mir. Meine Kinder gingen mir durch den Kopf und ich wusste nicht, wen ich mich anvertrauen soll. Für mich war dann auch klar, dass ich erstmal meinen Kindern nichts sage, meiner Mutter, meinen Geschwistern. Ich wollte die eigentlich alle raushalten. Und dann habe ich meine Schwester angerufen. Den nächsten Tag habe ich ihr das gesagt und sie hat gesagt, dass sie mir helfen wird. Egal was passiert, wir halten zusammen und sie würde auch niemandem was sagen. Also es bleibt erstmal unter uns. Tja, der Tod, damit befasst man sich eigentlich mit 48 Jahren überhaupt noch nicht.
es kann jeden treffen, aber ich zu diesem Zeitpunkt habe ich an den Tod eigentlich überhaupt noch nicht gedacht. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das ging dann eigentlich mit der Erstdiagnose los. Ja, jetzt plötzlich bist du ein Kandidat. Das konnte ich jetzt treffen. Ja, du überlegst dann, wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, wie geht es eigentlich? Ja, wie funktioniert das? Ich habe da überhaupt keinen Plan. Also ich hätte doch keinen Plan. Im Prinzip war es ja bei mir. Kurz vor Messerschneider oder das Grab war ausgehoben. Ich konnte ja im Prinzip in die Grube reingucken. Ich habe ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe nach oder vor der Operation, ich hatte mal einen Traum nachts. Ich glaube, das war vor der Operation. Ich weiß es nicht mehr genau, es ist ja schon ein paar Jahre her. Ich habe meine Operation von oben als dritte Person, habe ich meine Operation gesehen. Also ich sehe, wie die Ärzte um mein Leben kämpfen. Und ich war im Prinzip schon wie oben an der Decke, also wie ein Geist. Ich war schon aus meinem Körper raus und ich sehe, wie die halt ja hektisch um mich rumstehen, wie sie halt arbeiten, aufschneiden, Tupfer, Zange, Messer, keine Ahnung. Und ich hab praktisch so diese Vision gehabt, jetzt gleitet dir das Leben, ja, jetzt steigst du auf. Das kann ich mich noch genau entsinnen. Aber ich habe dann immer wieder gedacht, nee, das kann es doch nicht gewesen sein. Irgendwie muss es ja weitergehen. Gott sei Dank war es eben nicht so. Und danach, nach der Operation, hat mich der Tod, logisch, vor der Chemo, dann hast du im Krankenhaus stehen die Regale. Da hast du dann, was muss man alles beachten bei einer Chemotherapie? Wie verhält man sich? Wie ernährt man sich? Man soll Sport treiben. Und im gleichen Regal stehen dann Broschüren über den Tod, wie in verschiedensten Ländern der Tod gehandhabt wird. In Deutschland ist es, glaube ich, vielleicht ganz anders. Also ein Tod wird er meistens ganz weit von sich geschoben. Man will mit dem Tod nichts zu tun haben. Man klopft dreimal aufs Armaturenbrett. Also ich mache das heute noch so, wenn ein Leichenwagen an mir vorbeifährt. Oder man hält so lange an Knopf fest, bis ein bärtiger Mann an einen vorbeigeht. Das sind so aberglaubliche Sachen. Da habe ich irgendwo mal gehört und das mache ich eigentlich heute noch so. Und plötzlich betrifft es einen selbst. Plötzlich bist du selbst ein Kandidat. Und dann liest du, ich habe mir ein Buch gekauft, da war meine Tochter dabei und die war total schockiert. Richtig sterben. Also da gibt es in der Bücherei, gibt es da auch jede Menge Broschüre. Es gibt richtig dicke Bücher, wie man stirbt, was für Vorbereitungen man trifft. Also das geht jetzt nicht Sargauswahl oder was darf eine Trauerfeier kosten, aber man kann sich Gedanken machen, Friedhof, Sarg, verbrennen, also meins wäre zum Beispiel auf einem Friedwald, wo, ja namenlos nicht, wo meine Asche unter einem Baum eingebuddelt wird, wo ich ja im Prinzip mit dem Baum eins wäre, wir sind alle aus Kohlenstoff, also wir sind aus der Erde gekommen und zur Erde werden wir ja irgendwann wieder werden und ich möchte dann eigentlich bloß ein Grab haben, wo es die engsten Freunde, vielleicht die Kinder, die Familie weiß. Einfaches Holzschild, könnte man einen Baumort bringen. Jörg, kein Nachname, gar nichts, nur das Geburtsdatum und von bis. Und das wär's. Und ja, Baum, warum Baum? Holz ist mein Leben. Ich bin ehrlich, ich bin Hobbyschreiner und ich habe einen geilen Plan. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt ging. Ich würde sogar meine eigene Urne auf der Drechselbank drehen. Ich habe da jetzt was Tolles gesehen, also das gibt's schon. Aber da ich ein Drechsler bin, ich würde das für mich selbst machen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber das, so stelle ich mir das vor. Ja, aber ich habe das jetzt alles wieder ganz, ganz weit von mir weggeschoben, weil das Thema stellt sich mir momentan nicht, weil die letzten 4-5 Jahre ja, hat der Tod eigentlich nicht mehr angeklopft. Mir geht's gut. Ich gehe reisen, ich mache Sport, ich tue mich gesund ernähren. Außenstehende, die mich nicht kennen, wenn mich sehen, die werden nie denken, dass ich ein Todeskandidat bin. Ja, ich meine, ich habe mir sogar auf dem Arm tätowieren lassen. Morituri di Salutant, die Todgeweihten grüßen dich. Aber dann kommt der linke Arm und da steht mein Lebensmotto. Habe diem, memento mori. Und das heißt, lebe, pflücke, genieße den Tag. Sei dir bewusst, dass du sterblich bist oder gedenke zu sterben. Thank you.
So, und jetzt freue ich mich schon ganz besonders aufs Tauchen. Das ist natürlich meine Lieblingsbeschäftigung. Schön wieder oben zu sein. Ich habe jetzt beim Auftauchen habe ich noch einen Barracuda-Schwarm unter mir gesehen. Es war einfach phänomenal. Überall Leben. Ist genau das, was ich brauche. Leben. Und deswegen sind wir hier. Ja, der Jörg ist auf jeden Fall eine Inspiration für alle. Wenn ich sehe, was der alles macht und halt mit mir tauchen geht und das Leben genießt in vollen Zügen, wie er kann, ist das ganz sicher viel besser, als wenn er sich jetzt einfach verstecken würde und alleine damit kämpft. So können wir zusammen vieles erleben, Spaß haben. Tauchen ist eine tolle Sache, war ein super Tauchgang. Der Jörg ist ein sehr, sehr guter Taucher. Ich gehe gern mit ihm tauchen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Inspiration für alle. Also ich möchte jetzt meine Herzenswünsche in den Himmel steigen lassen mit diesem Ballon. Ja, das schreibe ich jetzt hier drauf und mache von Teil an den Ballon. Okay. Like this, the fourth, the fifth, the minor fall and a major lift, the Babel King composing, hallelujah, 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 hallelujah. Moment, eins,
eines das Wichtigste, eine Botschaft. Your faith was strong, but it needed proof. You saw her bailing on the roof. Her beauty and the moonlight over Julia. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. It's how to shoot at somebody who I truly are. It's not a cry that I hear at night. It's not someone who's seen a light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hi, ich bin der Jörg. Ich habe Krebs. Nee, kann man das nicht machen. Hi, ich bin der... Jörg und ich habe Krebs. Stopp! Eieieiei. Scheiße, ne? Achtung, bleib bitte ernst. Ernst bleiben bitte jetzt. Und? Hi, ich bin der Jörg und ich habe Krebs und... Achtung, Nummer 23. Jetzt bitte ernst bleiben. Achtung, und? Wir laufen. Hi. Ich bin der Jörg und ich habe Krebs. Achtung, die 28. Jetzt wird's aber. Und ernst bleiben bitte. Und nein, warten. Und jetzt. Hi, ich bin der Jörg, komme aus Bayreuth und ich habe Krebs. Und es ist eine verdammt schwere Krankheit. Aber es geht. Jörg, du bringst mich um.